Servus. Wir sind schon wieder ein bisschen weitergekommen. Wir haben die Banditen da hinten erledigt. Den Igil und den anderen, den anderen da haben wir auch befreit. Also den, guck einfach mal nach hier, ne? Also hier, zwielichtiger Umgang, Enim und Egil, die haben wir jetzt befreien können. Die sind jetzt auf dem Weg zum Hof, wie wir ja in der letzten Folge gesehen haben. Und jetzt betrete ich hier wieder Neuland, weil das kenne ich nun gar nicht mit dieser Brücke. Also hier in dieser Version natürlich nicht. Und wir sehen, hier haben wir wieder jede Menge Pflanzen zu pflücken. Oh, Feuernesselchen. So, das machen wir noch eben, Dandolo. Der folgt mir auch mit meiner leichten Drachenjägerrüstung. Aber ansprechen kann ich ihn nicht. Soll mich denn anständig anziehen? Wie ein König. Wie ein König. Nein, nicht wie ein König, sondern... Du bist Soldat. Kleide dich entsprechend. Soldat. Richtig. Jo, mir doch egal. Mir bringt das hier viel mehr Rüstungsschutz. Dandolo. Jawohl. Ja, das was? Was? Ach, du bist mal. Du bist Dandolo. Soldat. Ja. Kleide dich entsprechend. Oh mein, wer war denn das hier überhaupt? Harro. Jetzt hat er den Harro niedergemacht. Ja, das hat er verdient. Harros Brief an Scott. Habe ich jetzt irgendwie da was verpasst oder wie oder was? Hm. Machen wir mal weiter. Hier sind noch auch noch zwei. Okay, das waren Banditen. Okay, das sind auch noch Banditen hier. In der Umwelt, in der Außenwelt. Harros Brief an Scott. Gucken wir mal eben. Brief an Eltern. Harros Brief an Scott. Da ist es. Ich habe das Lager der Banditen gefunden. Liegt direkt hinter der Brücke. Leider sind die Kerle dabei, eine Palisade an dieser Stelle zu errichten. Wenn die Mistkerle damit fertig sind, kann ich nicht mehr zurück. Werde daher versuchen, in der Nacht rüberzukommen. Hoffentlich gelingt es und bin ich dran. Oh. Aha. Da ist nicht zu holen. Naja, was haben wir hier? Extrakt, Langschwert, oh, ein Eisblockspruch. Hier liegt jede Menge. Gletscherquarz. Hier blinkelt's auch noch ein bisschen. Und was ist das hier eigentlich für eine Anhöhe? Extrakt der Heilung. Ach, das ist die Anhöhe kurz wo der Fluss ist, ne? Was gibt's denn noch? Gibt's noch was? Nee. Man könnte hier runtergehen, weil das ginge ja. Oh. Und wenn wir hier runter gehen würden, dann... ach, dann kommen wir in diesen Wald da rein. Alles klar. Nee. Komm, Dandolo. Wir gehen mal hier wieder den Pfad der Tugend. Ah, mittlerer Lederbeutel. Na, das werde ich offscreen mal öffnen, das Teil. Ja. Bisschen Heilkrautinger. Ansonsten war es das, ne? Harro. Ja, Harro, tut mir leid. Das war mein Kumpel, Dandolo. Genau, richtig. Wenn mich nicht alles täuscht. Ah ja. Oh, sehr viele Früchte hier. Ein Cocktail mixen. Aber Eis gab es im Mittelalter noch nicht. Es sei denn, man ist nach Norden mal gewandert. Da gab es ja genug Eis. Oder da gibt es genug Eis. Dann könnte man im Grunde genommen so einen schönen Frozen-Waldbeeren-Mix machen. Und Gobos erledigen, die jetzt kommen. Oh, es stürmt draußen immer noch. Schon wieder so ein Mistvieh. Ja, ja. Dandolo, ich muss dich, glaube ich, mal ein bisschen auf defensiv schalten. Sonst ist mir das ein bisschen zu... Da ist nicht zu holen. ...aggressiv mit ihm. Das heißt also, umziehen. Wo sind denn die ganzen Rüstungen? Wir sind oben drüber. So, oder da umziehen, Dandolo sagen, bitte mach mal defensiv. Im Kampf verhalten. Und dann dürfte das auch gut sein. So, und wenn dann irgendwo mal irgendwelche People sein sollten, die
übelst sind. Ach, ich kann mich erinnern. Ja, hier ist der Bogen. Ich speichere mal ab. Denn soweit meine Gehirnzellen es zulassen, habe ich mal vor Jahren hier rechts um die Ecke ein gefährliches Gerät gesehen. Also da war was, also in dem Originalspiel. Ja, ja, natürlich. Und ich meine, da wäre auch eine Höhle gewesen. Das heißt also, bevor wir zu diesem gefährlichen Gerät gehen, werden wir erstmal eine ungefährliche Rüstung anziehen, die uns aber vor gefährlichen Angriffen besser schützt. So, wo ist der Gerät? Ach nee, ist keine Höhle. Aber hier ist die Höhle. Nolo, da ist eine Höhle. Da sehe ich auch. Gucken wir mal rein. Speichern. Ja, was verbirgt sich denn hier? Eine tote Ratte? Aber die ist nur als Flavor-Dekoration hier zu sehen. Ansonsten, ja, da ist doch der Gerät. Du sollst doch nicht hier. Okay, super. Klappte doch. Wieso habe ich noch diese Säbel in der Hand? So, der Gerät nervt nicht mehr. Der Gerät ist nicht mehr angriffslustig. Der Gerät macht kein Problem. Schattenläufer. Yep. Oh, hier gibt es wieder Schätze. Das ist doch gut. Ein mittlerer Lederbeutel. Ein Butlerfleisch. Und da liegt ein Ork. Ach ja, deswegen. Ja, natürlich. Genau, hier ist ein Ork. Ein Flavor-Ork. Der ja auch eine Waffe hatte. Das war ja schließlich damals im Original auch eine Questaufgabe. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, wenn ich sage, dass es für den Schmied war. Am Hafenviertel. Ne, da ist kein Pilz, das war nur ein Schädel. Ja, bam, bam, bam. Auch hier mal wieder kurz schapeichern. Jo, mal gucken, gibt's hier noch was? Nope. Schauen wir doch mal, wo wir sind. Jetzt, ja. Da sind wir. Oh, gehen wir doch mal. Da ist ein Lurker da hinten. Da zappeln zwei Lurker. Richtig. Muss ja auch. Stimmt. War ja im Original auch so. Du bist so. Soldat. Ja, ich weiß. Ich wollte nur das Halbpflänzchen pflücken. Und noch ein Halbpflänzchen pflücken. Hier gibt es, so wie ich das sehe, ein bisschen Schrott. Und wir hätten hier seinen Sperrmüll abgestellt. Meine Herren, nee, da ist ja noch mehr Sperrmüll. Oh. Wackeln, Pfeil. Was gibt's denn hier? Noch irgendein Sack mit irgendwas? Nein. Mittlerer Lederbeutel. Ich habe noch gar nicht meine Lederbeutel geöffnet. Pfeil. Was haben wir denn noch? Ein rostiges Schwert. Hier gibt's richtig schöne Sachen. Mittlere Wunden heilen, schwere Wunden heilen. Ja, Licht, schöne Sprüche, Schlaf und ansonsten. Ach ja, immer den Sperrmüll hier durchzuwühlen, das ist überhaupt nicht meine Art. Aber was soll ich machen? Auf jeden Fall funktioniert das hier ganz gut. Da gehen wir jetzt mal rüber und machen die Lurker mal platt. Dandolo, komm, gehen wir mal rüber. Ja, tief hier an der Stelle. Dandolo, das ist tief hier. Ich komme ja auch gar nicht hoch. Doch, jetzt komme ich hoch. Aber nicht an der Stelle. Das ist zu steil, Dandolo. Da müssen wir uns eine flachere Stelle aussuchen. Das sieht besser aus hier an der Stelle. Ah, super klasse. Nee. Wo ist denn hier eine flache Stelle? Sonst greifen uns ja gleich die Lurker an. Heute Schwimmkurs mit Dandolo. Auf der Suche nach einer schwachen Stelle. Flachen Stelle, nein. Hier. Ah, oh, die Krollen skrölen schon. Nee, das ist doof. Aber er zieht sein Schwert schon hier. Mal gucken, was er macht. Ja, er kann ja nicht stehen. Ich kann auch nicht stehen. Jetzt sind wir hier in der Falle. Jetzt sind wir hier in der Lurker-Falle. Dandolo ist da noch auch. Shit.
Ja, Dandolo, weißt du was? Gut, dass du mir folgst. Wir gehen hier wieder zurück, wo wir reingegangen sind. Wo bist du denn noch? Ach, bist du noch da? Okay. Ja, mal gucken, wie das ausgeht. Oh, Neon-Licht. Schon wieder so ein Mistvieh. Hallo. Ich komme nicht dazu, meine Waffe zu ziehen. Kein Wunder. So. Also, Mann. Hat wieder Lebenszeit gekostet. Na, Lebenszeit nicht, aber... Okay, alles im Rahmen. Mann. Ein bisschen was trinke hier, was essen. Okay, dann ganz schnell mal noch ein Getränk zu uns genommen. Das war zu viel. Aber egal, speichern. Dann wollen wir mal gucken, ob wir nicht irgendwie... Ach, du hast den Platt gemacht. Okay, wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie rüberkommen. Irgendwie besser rüberkommen. Säge, rostige Schwert. Ach ja, ich brauche noch Werkzeug. Für den Handwerker. Jo. Gucken wir mal hier. Nee, das ist auch zu steil. Hier oben drauf. Wie kommt man denn hier bequem rüber? Da ist eine Innos-Statue. Schön. Ja, da sind wieder Lurker. Wie komme ich denn da rüber? Komme ich doch gar nicht rüber. Mit Dandolo. Da gibt es ja keine flache Stelle. Orientierung bitte. Guard ziehen. Uftagard. Ach, wir sind bei Sagitta in der Nähe. Oder? Ja, genau. Ja, wenn wir da jetzt runtergehen, können wir zum den nächsten besetzten Hof angreifen. Das werde ich dann mal auch tun. Denke ich mir mal. Und bis dahin gucken wir nochmal, ob es hier was Schönes gibt. Ja, aha. Gut, Dandolo, da gibt es noch was. Lass uns mal hier runter. Oh, hier hab Dunkelpilze, richtig. Und Buddlerfleisch. Dieser strammen Eiche hier. Obwohl, das sind Ahornblätter. Die Rinde ist aber irgendwie eichenähnlich. Ja gut, okay, wollen wir nicht so auf die Details achten. Gehen wir mal hier in die Senke rein. Die schöne verwaldete Senke und machen mal hier ein paar Feldräuber klar. Oh, es ist ein Sturm draußen, liebe Leute. Schade, dass ihr das nicht hören könnt. Okay, da kommen die nächsten schon an. Hallo? Die feuern nicht zu Feldräuber. Feldräuber, bitte sehr. Schön. Auch das wäre erledigt. So, und da unten, ne, ist klar, gibt es Goblinbären. Auch gut. Stopp! Was ist das? Jetzt muss ich noch mal genau hingucken. Okay. Wer oder was sind die? Speichern. So, eben noch mal an der Dampfe genuckelt. Und jetzt gucken wir mal, aus einer Feuernessel ist nichts gewesen. Jetzt bin ich fertig. Mach mich fertig hier. Los, kommt. Jetzt bist du dran. Oh, gleich alle, Alter. Ach, Dandolo darf natürlich nicht mit dem... Zieh mal deine Waffe. Nicht mit dem Rücken zum Gegner stehen, sondern... Ja, das hat er verdient. Danke dir, Dandolo. Das war auch wieder ein Tipp. Was ist denn jetzt los? Die Nein! Waffe, nehm ich mal da ist mit. Noch einer am Rumschießen hier. Ich glaub's ja nicht. So, schnell was trinken hier. Mann, oh Mann, da schießt noch einer rum. Glaubst es denn? Das waren noch nicht alle. Oh. Gucken, wo der ist. Manchmal verstecken die sich auch, diese blöden Deserteure. Was haben die da eigentlich ist nicht zu holen.
Was haben die denn für eine Aufgabe, diese Deserteure hier in dem Bereich? Ach, da unten hockt einer. Da unten hockt einer. Da unten hocken Zweier. Zwei Deserteure. Aha. Okay, nochmal speichern. Ja, dann wollen wir mal auf sie mit Gebrüll gehen. Jetzt damit sie nicht gleich... Oh, da ist er. Da ist ja schon einer wieder hier. Mit der Armbrust. So, das sollte man auch mal hier ausnutzen, wenn du hier die Armbrust da einsteckst. Schade, schaffe ich nicht. Doch, ich hab's geschafft. Mit Pech und Truhe und Deserteur-mäßig. Ja, und ich habe wieder ein bisschen was einstecken müssen und hier liegen Raub. Hier liegt Raub. Hier liegt Raubzeug. Silberner Kerzenständer, Truhe, ja, die knacken wir gleich. Und ansonsten. Hallo? Rumkletterei. Noch ein Deserteur. Was haben wir denn hier? Grobes Breitschwert, Degen. Ja, gut. Was Besonderes? Nee, Heilkraut und Dietrich. Ja, das muss sein. Dietrich hier bei Deserteur. Logisch. Ja. Hier ist noch ein Blauflieder. Und hier ist noch eine Feuernessel. Den Rest mache ich nachher und jetzt gucken wir uns mal die Truhen an. Speichern. Mal gucken. Abgebrochen. Aha, okay. Das war ja nicht viel. So. In der nächsten Truhe werden wir auch speichern. Gucken wir mal hier. Aha. 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 Okay, los, komm. Sehr gut. Alter, gleich reißt hier die Bude. Nee, weil es so stürmt draußen, liebe Leute. Ich muss, ja, ich weiß, alt, dann kriege ich alles. Ich muss mir das echt angewöhnen. So, trinken, trinken, trinken. Ach, ich werde mal ein bisschen Fleisch essen. Das werde ich dann halt eben überspringen. So, das war mal lustig. Gegessen mit Käse und Fleisch. Und ein paar Äpfel. Essenz der Heilung. Brot. Wasser. Schinken, Wagfell. Oh, das gibt richtig schön. Schattenläuferfell, auch gut. Was gibt's sonst hier noch? Reptilienhaut. Jo, auch gut. Das war also die Stelle der Deserteure, die man hier auf der Karte finden kann. Speichern wir mal ab. Dandolo, hier in der Ecke hätten wir jetzt eigentlich alles schon getan. Es regnet wieder, hast du keinen Regenschirm bei. Mann, oh Mann, oh Mann. Unwegsames Gelände. Ja, hier geht's auch nochmal hoch. Schauen wir mal, wo wir hier hochkommen. Sieht irgendwie sehr nach Geheimnis aus. Weil da bewegt sich was. Ach, nur Feldräubertjes. Da machen wir noch gleich mal was. Oh, nee. Schon wieder so ein Mistvieh. Ja, ich mach das Mistvieh platt. Und hier nochmal. Komm. Ist ja gut. Wir liegen hier auf den Heilpflanzen rum. So. Hier brennt's wieder. Ach, Moment. Sind wir jetzt hier, wo ich denke, wo wir sind? Ja, Tatsache. Ja, wir sind hier, wo ich denke, wo ich bin. Logisch. So geht's auch. Jetzt sind wir also wieder hier an dieser Stelle. Und da war ja unser Kumpel, der da heißt. Na. Oh, Moment mal. Dragomir und Babo. Ja, natürlich. Mal gucken. Zeig mir Umgang mit der Armbrust. Richtig, ja. Wildjäger, 3 Lernpunkte und 15 Damage. Meisterschütze. Muss ich mir noch mal eben überlegen, nachdem ich ihm meine Fenster zugemacht habe. Das wird mir nämlich zu stürmisch hier. So, Dragomir, was kannst du mir denn stoppen, mal, bevor ich hier was mache? Guck ich mal, wie viel habe ich? Ich habe 18. Mhm, ein bisschen investieren können wir auf alle Fälle schon mal.
Umgang mit der Armbrust, mit dem Bogen, Wildjäger. 3 Lernpunkte, Wildtreffer, 15 Damage. Ich sollte das mal machen. Hier ist auch Meisterschütze. Bring mir das Gerben bei, also wäre schwierig. Ich mache jetzt mal Wildjäger. Dann haben wir noch 15 Lernpunkte. Wie ich Wildjäger werden kann. Punkte übrig. Die meisten Tiere sind sehr schnell und es ist schwierig, die zu treffen. Außerdem sind gefährlichere Tiere, wie zum Beispiel ein Schattenläufer, sehr stark, sodass dein Leben davon abhängt, einen Volltreffer zu landen. Verzichte daher bei der Jagd auf ein bewusstes Zielen. Achte mehr auf deinen Instinkt und dein gutes Auge. Je mehr Erfahrung du hast, umso schneller bist du in der Lage zu schießen und auch zu treffen. Beachte dies und du wirst ein guter Wildjäger werden. Ja, danke dir. Okay, Meisterschütze, das machen wir beim nächsten Mal, weil ich habe ja nur jetzt 15 übrig, richtig. Sollten wir investieren in Stärke, denke ich mal, ne? Wäre wohl nicht schlecht beim nächsten Mal. Der Babbo, was hat der nochmal zu machen? Achso, nö. Okay, wir speichern mal. Ja, dann werden wir mal erstmal wieder Richtung Taverne gehen. Die da hinten ist, einen großen Bogen machen und Schomdidel Schomdudel machen. Nein, mich noch auf Seekops und Bengas Hof begeben. Oh Mann. Defensiv gesagt, nicht offensiv. Ja, ah ja, alt. Das kann manchmal sehr wichtig sein, aber ich hatte hier Zeit gehabt. Okay, dann werden wir mal uns mal zum Hof begeben. Bis später. Da hinten stehen uns Myrtana-Orks im Wege. Da werden wir doch gleich mal hingehen und die da mal verputzen. Oh, nee, das ist ein Zaun. Ich mach dich fertig, Mucker. Ja, im Rücken. Im Rücken zu uns, aha. Das sind 3 Stück? Och, Dandolo. Ach, nicht Dandolo. Die sind gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber da die Orks ja nicht zählen, kann Dandolo ja die ruhig fertig machen. So. Ein bisschen anpirschen. Dolo macht noch nix. Immer noch nix. Mach doch was, Sandolo. Jawohl. Und ich bewege mich mal unauffällig zurück. Jawohl. Und wenn einer was von mir will, werde ich... Oh, schön. Komm. Mach den Weg frei, Dandolo. Wie viel hat der Ork denn schon eingesteckt? Oh, dauert noch ein bisschen. Ja, sehr schön. Jawohl, ich hab auch nochmal draufgehauen. Herrlich. So läuft's. Krushmorak. Waren das nicht 3, ja? 1... Ach, da hinten steht noch einer. Oh, weia, speichern. Jetzt weiß ich auch, warum ich mich im Kommentar so vertan habe mit der Zählweise. Ich habe das nämlich mit verwechselt, wenn zu viele Orks... oh Gott, die Brücke ist ja voll besetzt noch mit 2 Leuten. Also wenn zu viele Orks ausgelöscht werden würden, dann gäbe es eine Zwischenmeldung. Und ich habe es natürlich wieder mit Dandolo verwechselt. Also sorry an dieser Stelle. Alain Dufond, vielen Dank nochmal, dass du uns aufgeklärt hast. Hier ist eine Truhe, die ich jetzt mal ganz gerne knacken will, möchte und überhaupt. Mhm. Aha. Mhm, okay. Aha. Ah. Mann, die dauert. So, nachdem ich wieder ein paar Dietriche verballert habe, habe ich endlich den blöden Code knacken können. Naja, will ich damit nicht aufhalten hier. Aber dafür können wir einfach nochmal eine Runde speichern. Denn da hat es nämlich noch 2. Okay. Oh, der so. Ja, das war kommentarlos von Dandolo. Wieder ein Mistvieh weniger.
Was haben wir denn hier? Orksches Kriegsschwert. Ja, ich weiß. Oh, nicht so nah! Altes Springen. Ui, Stufe gestiegen. Goblinbären. Ah, da haben wir wieder Goblinbären. Und hier hängt eine Säge rum. Alles Klärchen. Pärchen. So. Dann haben wir den Weg nämlich auch schon mal gereinigt, befreit. Nicht zu holen. Ist klar. Hier haben wir nichts mehr. Weil eben wegen der Brücke nämlich hier. Und wenn wir weitermachen, dann kommen wir nämlich auch mal wieder ein Stück näher an unserem Ziel. Hoffe ich doch. Ja. Da haben wir nämlich einen Hof, aber das ist der falsche. Das ist nicht der, den ich noch will. Zur Taverne, aber das macht ja überhaupt keinen... das ist nämlich Arkils Hof. Also Rand, nee. Randolf, alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Geht so. Die verdammten Orks sind zwar weg, aber unsere Landarbeiter sind immer noch weg. Aha. Jetzt bräuchte ich einen kräftigen Schluck in der Taverne. Aha, okay, das hat man schon mal gehört. So, dann gucken wir uns mal, was sagt denn unser Unkrautjäger hier. Ist auch nur ein Bauer. Ist auch nur ein Bauer. Gucken wir mal hier rein. Ah, Kathi, hast eine Suppe für mich. Alles in Ordnung? Da fragst du besser meinen Mann. Jo. Und wo ist der? Wo treibt der sich rum? Der dürfte wohl... Nee. Der müsste irgendwo hier stehen. Moment mal, das sind ja... Ja, hier ist Enim. Haben wir ja befreit gehabt. Wie läuft die Feldarbeit? Willst du mithelfen? Ja, da hinten steht noch eine Hacke. Schnapp sie dir und dann ab aufs Feld. Ja, und dann? Muss ich erstmal über meinen Lohn reden hier. Ach, da ist ein Tonak. Alles klar? Oh Mann, so schlimm war es doch nicht bei den Banditen. Okay. Ach, Egil. Wie macht die Feldarbeit? Was macht die Feldarbeit? Zurzeit läuft es ganz gut. Kann mich nicht beklagen. Dann freut es mich ja. Delbor! Hey, wie sieht's aus? Jetzt ist wieder Knochenarbeit angesagt. Ja. So, aber ich suche jetzt noch hier diesen Vorsteher. Wo bist du denn? Schagasch, okay. Na, da oben ist er doch. Oder? Nee, das war ein anderer. Nee, das ist er. Das ist Randolph. Welchem Hof bin ich denn jetzt? Bin doch bei Arkil, oder nicht? Zwielichtiger Umgang. Da war das drin. So. Arkils Hof. Ja, na also. Liege ich doch richtig. Und wo ist Arkil jetzt? Ich wollte ihm doch noch was erzählen. Sicher wollte ich was mit ihm besprechen. Wieso finde ich den jetzt nicht? Ich warte mal, beziehungsweise ich guck mal. Springe dann da mal wieder hin. Moment noch. Stimmt ja. Arkil hockt hier auf seiner Kiste, beziehungsweise auf seiner Bank und war vorher unsichtbar, deswegen habe ich ihn nicht gesehen. Hab das Spiel dann neu gestartet. Was liegt denn hier? Okay. Mal gucken. Wie geht's dir denn jetzt auf deinem Hof? Auf deinem befreiten Hof, Arkil? Egil und Enim kehren auf deinen Hof zurück. Das ist eine gute Nachricht. Leider habe ich kein Gold, um dir zu danken. Tut mir wirklich leid. Das ist nicht schlimm. Und? Alles klar? Leider habe ich kein Gold, um dir zu danken. Ja, okidoki. Okay, dann wissen wir ja schon mal, dass Arkil mit seinen Gefolgsleuten oder mit seinen Mitarbeitern hier in Sicherheit ist. Und ich werde mich für diese Folge auch wieder verabschieden. Danke, dass du zugeschaut hast. Ihr könnt das ja mit einem Daumen und Kommentar belohnen. Ich sage Tschüss.